Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben in unserer großen Anfrage zum Wohnungsbauförderungsprogramm 2012 eine Antwort vorliegen, die nicht so ganz befriedigend ist. Sie hat auch wenig Neuerungswert. Wir müssen feststellen, wir haben in dem Umfeld sozialer Wohnungsbau riesengroße Probleme. Das ist nach wie vor der Fall. Und wir kommen, auch was in dieser Anfrage wieder drin steht, relativ langsam vom Fleck. Es ist so, dass es bislang keine direkten Förderanträge gibt. Wir haben nach wie vor auch keine Auskunft darüber, dass private Investoren sich da in irgendeiner Weise tatsächlich engagieren. Die Baudauer ist mindestens 18 bis 24 Monate. Das ist knapp gerechnet. Das heißt, bis mal so ein Stein auf den anderen gesetzt wird, zieht es sich auch. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass dieses Wohnungsbauförderungsprogramm mit 700 Wohnungen pro Jahr sehr schmal ausfällt. Das heißt, es reicht hinten und vorne nicht und es geht zu langsam. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal gleich auf unseren Antrag zu sprechen kommen, der uns hier in dem in Bezug auf dieses Thema natürlich am Herzen liegt. Wir haben festgestellt, und ich glaube, das ist nicht ganz unrealistisch, dass wir diesen sozialen Wohnungsbau durch Neubau auf gar keinen Fall aufbauen können und auffangen können. Insbesondere vor dem Hintergrund, was für ein Defizit aktuell herrscht. Und insofern finden wir es eine gute Idee, diese Belegungsankäufe vorzunehmen, weil dieses Fördergeld liegt ja nun einmal im Regal, sage ich jetzt mal ganz lax. Und wir sollten darüber nachdenken, wie wir es schaffen, dass wir diese Belegungen tatsächlich nicht auch noch runterfahren, zumindest absichern. Und wo aktuell ist es so, dass über 800 Wohnungen pro Jahr aus den Belegungsbindungen rausfallen, beziehungsweise auch letztendlich natürlich Gesellschaften aus diesen Bindungen sich herauskaufen. Und wenn wir das zu Ende denken, haben wir vielleicht im 2020 Wohnungen in der Größenordnung von 4.000 bis 4.500 in dieser Stadt. Und das ist wirklich, wäre ein klägliches Ergebnis. Deshalb möchten wir, dass diese Bindungen selbstverständlich wieder ausgebaut werden, denn nur das schafft die Möglichkeit, in irgendeiner Weise diese Problematik auch nur annähernd zu bekämpfen. Und ich möchte noch einmal sagen, also die Konditionen für die Darlehen, wie sie aktuell auf dem Tisch liegen, sind ja für die private Wohnungsbauwirtschaft jetzt alles andere als attraktiv. Das wissen wir ja. Die Kredite sind, also die Zinsen sind ja relativ im Keller. Das heißt also, die Anreize halten sich ja sehr in Grenzen. Und wir haben hier wirklich schweren Boden. Also ich meine, auf der einen Seite haben wir dieses Defizit, wir haben den Bedarf und auf der anderen Seite schlagen wir uns mit einer privaten Wohnungsbauwirtschaft herum, die da wenig Einsehen hat und selbstverständlich in erster Linie an die Profite denkt. Und genau dazwischen bewegen wir uns ja ein Stück weit. Und da haben wir in diesem Wohnungsbauförderungsprogramm mit diesen 700 Wohnungen, wo ja noch 20% auch für die Wohnungslosen letztendlich Platz finden sollen, und auch der Bedarf muss mitgedacht werden, haben wir ein Riesenproblem. Und im Zusammenhang damit möchte ich sagen, wenn wir da Schritte rauskommen wollen, und es wird eine mühsame Nummer, dann müssen wir uns hier keine Illusionen machen. Und ich möchte bedenken, dass hier alle möglichen Zielgruppen plötzlich in irgendeiner Weise dann dargestellt werden müssen. Das geht von den Wohnungslosen zu den AIG-2-Empfängern, AIG-2-Empfängerinnen. Das geht aber auch um Niedrigverdiener und tatsächlich Familien, die eben nicht Einkommen haben, um in irgendeiner Weise diese Mieten bezahlen zu können, die wir aktuell hier an diesem Wohnungsmarkt haben. Das heißt, das Feld ist weit, was wir abdecken müssen. Und ich glaube, dass wir mit dem grundsätzlichen Programm zu wenig vorankommen. Und insofern müssen wir darüber nachdenken, wie wir den Bestand entsprechend sanieren, zur Verfügung stellen, letztendlich die Bindungen aufkaufen, auch darüber nachdenken, wie kriegen wir Rückkäufe, wie kriegen wir kommunalen Wohnungsbau wieder so hin, dass dieser Bestand und das Angebot sich entsprechend ausweitet. Ja, und insofern möchte ich, dass Sie noch mal darüber nachdenken, diesen Antrag zuzustimmen, beziehungsweise überhaupt diese Überlegung mit aufzunehmen. Und ich plädiere dafür, dass Sie das positiv unterstützen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also was ich überhaupt nicht verstehe, Herr Strohmann, ist zu sagen, das wäre ja schon falsch. Also was ich teile, ist tatsächlich zu sagen, es ist unrealistisch, es ist wahrscheinlich nicht ausreichend, dass dieses Programm das befriedigt, was wir alles damit haben wollen. Das teile ich.
Aber die Alternative der CDU sehe ich hier in keinster Weise. Also ich meine, ich begrüße auf jeden Fall, dass wir mal losgelaufen sind, dass es dieses Bündnis gibt. Und man muss eher darauf aufpassen, dass es tatsächlich so funktioniert, dass man alles in Betracht zieht. Aber zu sagen, das ist von Grund auf schon mal verkehrt, das teile ich in keinster Weise. Das kann ich auch nicht unterstützen. Was ich gut finde, ist, dass wir darüber nachdenken, flankierend über diese Bestandssicherung nachzudenken. Deswegen unterstütze ich ja auch, dass wir das in dieser AG mit reflektieren können. Und ich habe hier nicht gesagt, dass wir das von vornherein nur pessimistisch und falsch und als von vornherein und unumsetzbar halten und den falschen Ansatz. Das ist Quatsch. Mir geht es darum, was wir flankierend tun können, weil ich habe die berechtigte Sorge. Und ich glaube nicht, dass Sie das in irgendeiner Weise aufheben können. Das ist die eierlegende Wollmilchsau für unsere Wohnungsproblematik. Das ist es selbstverständlich ein Stück. Ja, jetzt nichts gegen eierlegende Wollmilchsäue. Wäre ja schön, wenn wir sie hätten. Aber ich meine, natürlich hat das Grenzen, wie weit wir damit kommen. Und da muss man drüber nachdenken. Und ich wehre mich dagegen, dass wir an verschiedenen Ecken und Enden bereits so etwas wie Aufweichungsprozesse uns einkaufen. Der Druck der privaten Wohnungswirtschaft ist nicht ohne. Gleichzeitig sind wir ein Stück davon abhängig. Darüber müssen wir uns ja nichts vormachen. Und wenn es bereits in dieser Deputationsvorlage an einer Stelle heißt, jetzt auf Seite, kann ich Ihnen sagen, 2, unter dem Punkt E, in größeren Baugebieten kann der Nachfrage an Sozialwohnungen auch so geregelt werden, dass für einzelne Grundstücke höhere Bindungsquoten sowie im Gegenzug Grundstücke mit entsprechend geringerer Sozialbindung realisiert werden können. So, können, ja. Ich sage ja, es ist eine weiche Stelle, die sich da einschleicht. Und das muss man ganz einfach sehen. Also ich meine nicht, dass wir dann sagen, okay, hier kriege ich meinen Luxusbau und natürlich kriegt ihr eure 25% und die können wir vielleicht irgendwie an anderer Stelle wieder unterbringen und somit kommen wir aus der Entmischung einfach nicht raus. Das sage ich hier nur. Insofern, dass man nochmal solche Punkte mit in den Blick nehmen soll. Ich bin der Meinung, dass man das kritisch begleiten muss. Ich finde es richtig, dass man darüber nachdenkt. Ich finde es richtig, dass wir über alle Möglichkeiten nachdenken müssen. Und insofern beteiligen wir uns auch in Zukunft gerne daran, diesen Diskussionsprozess zu begleiten. Vielen Dank.